Der Wille zu leben, das heutige Thema, ist die stärkste Kraft des Menschen überhaupt. Ohne den Willen überhaupt zu leben, können wir uns nicht fortpflanzen, die menschliche Rasse würde aussterben. Woher kommt der Wille des Lebens? Er ist natürlich im Urinstinkt. Viele Instinkte konnte der Mensch quasi über die Jahrtausende einschränken. Nicht ausschalten, aber einschränken. Aber Urinstinkte sind zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafen, Fortpflanzung, der Wille zum Leben. Alles gehört dazu. Ohne Essen verhungert man, ohne Trinken verdurstet man. Ohne Fortpflanzung stirbt man alleine und kann sein eigenes Erbgut quasi nicht weitergeben. Fortpflanzung, fragt mal eure Eltern, was das bedeutet. Die werden euch das erklären. Gut. Dann. Ja, und der Schlaf ist auch dafür da, damit man sich erholen kann, damit man am nächsten Tag nicht fertig ist und Kopfschmerzen hat. Das fehlt noch. Dieser Instinkt ist schon seit Anbeginn der Menschheit manifestiert, aber nicht nur bei Menschen, sondern bei jedem einzelnen Lebewesen. Ein Tier, das Schmerzen hat und sein Leben rankt, das kann Geräusche entwickeln, die einen ins Mark gehen. Tiere, die man zum Beispiel nie hört. Aber dann hört man sie. Der Wille des Lebens ist eigentlich ein Wille, der nicht gebrochen werden kann. Außer man ist quasi seelisch, also psychisch quasi, sowas von fertig durch irgendwie, man hat keine Kraft mehr, man hat keine Energie, man hat keine Motivation mehr und so weiter. Das kann den Willen brechen. Was kann den Willen brechen? Zum Beispiel der Lebenspartner ist gestorben, mit dem man jahrelang zusammen war. Und man findet eigentlich keinen Sinn des Lebens mehr, um überhaupt weiterzumachen, um weiter zu denken. Man muss sich quasi in dem Moment abschalten, Standby gehen, damit man wieder neue Kraft schöpfen kann, der Wille wieder zurückkommt, man merkt dann auch wirklich, der Sinn des Lebens ist dafür da, dass man ja weiter vorangeht. Das kriegt man aber in solchen Situationen nicht hin. Der Wille ist gebrochen, der Sinn des Lebens ist verloren in dieser Situation. Man braucht eine Auszeit, man braucht Standby, man braucht niemanden erstmal kurz um sich oder die Familie um sich, je nachdem, welcher Typ Mensch man ist. Solche Menschen, die ihren Willen verloren haben, haben gute Gründe dafür. Die darf man nicht auslachen, die darf man nicht diskriminieren, die darf man nicht ausgrenzen. Nein. Warum? Weil um diesen Willen auszuschalten, muss schon etwas geschehen sein. Diesen Menschen muss man helfen, anstatt sie auszugrenzen. Diese Menschen sind auch dann teilweise auch ziemlich aggressiv und hilflos. Und das ist so ein Merkmal, wo man sagt, gut, das ist kein Idiot, man sollte wirklich da mal überlegen, was ist da wirklich los? Sollte man hinterfragen, kann man da irgendwie helfen? Diese Menschen lassen sich meist nicht helfen, bis es oft zu spät ist. Und dann erst lassen sich helfen und dann ist es schwierig, wieder aus der Situation rauszukommen. Deswegen muss man diese Sachen vorher erkennen. Dies nennt man auch Prävention. In meinem Beruf muss ich sowas können. Daher kann ich auch viele Beispiele eigentlich benennen, ohne Namen zu nennen. Alleine durch die Corona-Krise, Existenzangst, der Wille, dass man auf der Straße lebt, ist so groß, dass man ja keine Kraft mehr hat, überhaupt weiterzuleben, denn ja, das eigene Bild versagt zu haben, ist in einigen Ländern quasi verhöhnt und zeigt
Schande über einen. Obwohl es eigentlich, man kann versagen, man muss immer aufpassen, man muss wirklich aufpassen, wie man dann vorgeht. Da kommt auch wieder die Strategie des Lebens dazu, damit man den Sinn des Lebens wieder hinbekommt und seinen natürlichen Willen zu überleben und weiterzuleben wieder zurückbekommt. Es gibt Menschen, die schaffen das. Es gibt auch ein paar Menschen, die schaffen das nicht, weil denen einfach in der Sache nicht so geholfen wird, wie es eigentlich nötig ist, und die sich nicht selber helfen lassen können. Also die können sich nicht selber helfen. Wie auch, ohne Vorkenntnisse. Ich habe auch schon oft Situationen im Leben gehabt, wo ich innerlich so ein bisschen verzweifelt bin, weil ich nicht wusste, wie ich vorgehen muss, wo ich wirklich meine Ruhe brauchte, ohne dass mir irgendein Trottel oder Vollidiot mir reinquatscht. Kennt ihr ja bestimmt auch immer diese überklugen, schlauen Vollidioten, die denken, sie wüssten alles besser und machen einem das Leben damit schwerer, gerade in Situationen, wo es drauf ankommt, wo man überlegen muss, dass man wirklich alles richtig macht. Da musste ich mich dann auch zusammenreißen und einfach Ruhe bewahren und abwarten teilweise. Auch wenn mich das Warten richtig verrückt gemacht hat innerlich. Aber dann, wo alles vorbei war, konnte ich dann auch wirklich beruhigt weitermachen. Und so geht es aber auch vielen Menschen. Ich bin ja kein Einzelfall. Ich habe gesundheitliche Sachen erlebt. Ich habe bin gesundheitlich, beruflich, aber auch privat abgestiegen und wieder aufgestiegen. Wie so ein Bumerang. Hin und zurück, hin und zurück. Und das wird auch noch bis um mein Lebensende weitergehen. Ich werde beruflich absteigen, ich werde beruflich aufsteigen. Ich werde privat eventuell absteigen, ich werde privat eventuell aufsteigen. Und gesundheitlich kann es aber auch sein. Also, wenn ich jetzt ins Auto steige, losfahre und an der nächsten Kreuzung rast an einer 30er-Zone mit 80 mir in die Front rein und ich dann erstmal 3 Wochen im Krankenhaus liege, das sind Sachen von Sekunden. Damit rechnet man dann eben nicht. Und da, in solchen Situationen, muss der Wille da sein, weiterzuleben, denn Ärzte sind keine Wunderheiler, sie können nicht alles. Der eigene Wille ist die beste Gesundheitspille überhaupt, um es direkt zu sagen. Jo, das war's, der Wille zu leben von meiner Seite aus. Ihr könnt ja mal dazu sagen, was ihr davon haltet, ob ihr schon mal solche Situationen hattet. Und ich freue mich einfach auf Kommentare, Abos, Likes und so weiter. Bye, bye.